Lieben, ja, heute leider einen Tag Verspätung und ich konnte leider erst heute das Video abdrehen. Einige wissen es ja, ich war gestern ein bisschen gesundheitlich verhindert gewesen. Mittlerweile geht es schon wieder halbwegs dank Wärme und das Wort darf ich nicht sagen, sonst mache ich hier Werbung dafür. Ja, die Woche steht eigentlich im Zeichen von Kunstleder, kann man so sagen. Wir haben fünf neue Eigenproduktionen für euch, also Bogen- oder Meterware. Ich glaube, fünf oder sechs neue Paneele haben wir, große in 40 x 40 cm. Und drei fertige Taschengürtel und ein Nähset habe ich für euch. So, also heute mache ich es wirklich kurz, wie gesagt. Ich mache das jetzt hier eigentlich, ja, es ist Montagabend. Normalerweise drehe ich ja das Video am Wochenende ab, aber wie gesagt, da ging es nicht. Die Angebote sind wieder besonders im Angebot mit 20% Rabatt. Und ich zeige euch jetzt einfach erstmal, was wir für neue Modelle haben. Achso, ja, Hardware. Es sind ein paar neue Sachen mitgekommen, aber ich habe es, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich meine Schulter nicht bewegen konnte, nicht geschafft, das einzustellen. Das gibt es dann eben nächste Woche. Ach ja, und Stoffe haben wir auch noch vier Stück. Also, auf geht's. Kunstleder, wie gesagt, alles Eigenproduktionen. Und zwar haben wir hier die Cats and Dogs. Ihr kennt es ja schon, das Cats in Schwarz-Weiß. Und hier sind jetzt auch noch Hunde mit drauf. Schau mal, ich mach's mal auf. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Also, das ist ja mit unsere beliebteste Eigenproduktion, die Cats-Produktion. Dann habe ich hier noch eins, das kennt ihr eigentlich schon, das Muster. Und zwar die Boho Flowers in Anthrazit. Und die habe ich jetzt auch noch in Schwarz. Hier habe ich nochmal einen Bogen dabei. Also das ist jetzt richtig schwarz, der Hintergrund. Und das, was wir bisher hatten, das war ja eher so dunkelgrau anthrazitmäßig gewesen. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich dafür, da hätte ich euch mitbringen können. So, und dann habe ich drucken lassen auf vielfachen Wunsch in der WhatsApp-Gruppe Federn, Fisas oder wie auch immer, im Boho-Style. Und zwar haben wir hier einmal die Federn in dem, ja, ich sag mal Bordeaux-Rot, Beige, Braun, Schwarz. Also das ist wieder alles vertreten. Ich muss auch gestehen, ich habe euch heute keine Kombis gemacht, weil ich das wirklich nicht geschafft habe. Also wir sind auch mit den Bestellungen durch unsere 20% Aktion und die ganzen Lieferungen der Vorbestellungen, die reingekommen sind, also wirklich im Moment am Limit. Also es kann auch mal wirklich 1 bis 2 Tage im Moment länger dauern, bis wir ausliefern. Also bitte vielleicht ein bisschen Geduld. Dann haben wir die hier in dem Beige-Blau. Das wollten ja ganz viele haben. Das habe ich euch ja schon vorgestellt, das Muster in der WhatsApp-Gruppe. Die verlinke ich euch auch wieder hier in der Infobox. Also wer da noch rein möchte, hüpft einfach mal rüber. Da haben wir eine Infogruppe, da poste nur ich sozusagen, also die neuesten Infos. Und dann haben wir eine Plaudergruppe, da könnt ihr euch auch mit den anderen Näherinnen austauschen, unterhalten. Da wird auch mal ein bisschen gequatscht und so. Ja, und dann haben wir noch das fünfte, und zwar haben wir hier das Eukalyptus-Fieses in dem, ja, Altgrün-Grün mit so einem braunen Cognac-Ton, also so braun-orange. Also da passt Cognac richtig gut dazu. Ich sehe es gerade hier drüben, das Vintage-Kunstleder in Cognac-Braun. Also das passt hier super dazu. Ich stelle euch auch mal, ja, morgen oder so, ich muss mal gucken, ein paar Fotos von den Kombis ein. Dann sieht er das auf jeden Fall. So, dann haben wir noch ein paar Paneele. Das habe ich euch ja auch, oder ja, was heißt euch? Zumindest denen in der WhatsApp-Gruppe gestern schon gezeigt. Da kommt dann zum Schluss noch was. Und zwar haben wir 40-40 Paneele. Einmal dieses geniale Gesicht, Femal 1 nennt sich das, weil da werden noch mehrere kommen. Wie gesagt, die sind immer 40 x 40 groß. Dann haben wir den Wolf mit Rose. Dann wird es Steampunk gewünscht. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Watercolor-mäßiges genommen. Einmal in dem, ja, Pink Rosa.
haben wir in drei verschiedenen Farben. In dem Blau und in dem Beige, ein bisschen so mit Orange. Also das sind die drei Farben. Wie gesagt, sind immer 40-40er Paneele, also keine Meterware. Sieht da schon, aber da kann man natürlich super Taschen damit nähen. Dann habe ich noch zwei Muster Dragonscale. Einmal in dem, ja, Regenbogen ist es nicht ganz, aber auch so Watercolor-mäßig mit so Gold. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Und dann klassisch in Schwarzgold. Also sieht da schon, ist auch ein bisschen so Watercolor-mäßig. Und last but not least habe ich noch die Gothic Roses. Die haben wir ja schon mit so einem schwarzen Hintergrund. Und die habe ich jetzt nochmal richtig in Rot. Die sind auch, muss ich dazu sagen, die letzten drei, die ich euch gezeigt habe, die habe ich jetzt in 45-45 drucken lassen. Aber da ist es ja nicht so tragisch, wenn es ein bisschen größer ist, weil da habt ihr ja kein Motiv. Das könnt ihr euch ja dann zuschneiden, wie ihr wollt. Und ich denke, 45-45 ist besser als 40-40. Das macht ja doch ein bisschen was aus. So, das waren jetzt die Kunstlederpaneele und die Meterware. Ich zeige euch dann zum Schluss noch was dazu, kommt aber dann wirklich zum Schluss. Dann haben wir noch drei fertige Taschengürtel im Angebot. Muss ich aber gleich dazu sagen, da konnten wir leider nicht mehr allzu viele ordern. Also wenn weg, dann weg im Moment. Und zwar einmal in dem Drops Dunkelbraun. Wir haben das Gurtband aber auch einzeln, also ganz normal als Meterware im Shop. Das ist jetzt ein fertiger Taschengurt. Hinten ist es schwarz mit silberfarbener Hardware. Das ist einmal der. Dann haben wir den mal noch mit dem Ei, also im Beige mit dem einen Streifen in Schwarz. Das haben wir nicht als Meterware, das Gurtband. Und dann haben wir noch in Beige mit diesen, ja, drei schmalen Streifen. Auch in Schwarz, also so Naturton ist das Beige nicht, aber so Naturton. Und auch alle drei in dem Silberfarben. Also, das waren die fertigen Taschengürtel. Dann kommen wir zum Stoff. Wie gesagt, ihr seht schon, ich ziehe das heute echt ein bisschen durch. Ich kann auch keine schweren Ballen oder so gerade heben. Dann habe ich hier, das sind wirklich Sonderbosten. Wenn weg, dann weg. Also da kriege ich auch im Moment, glaube ich, nichts nach, zumindest nicht mehr für den Preis. Und zwar haben wir einmal hier den Canvas, Baumwoll-Canvas mit den Wölfen. Das ist ja immer sehr beliebt. Der liegt, ich glaube, 1,55 oder 1,60 breit mit 150 Gramm. Dann haben wir das gleiche Material, das kennt ihr eigentlich schon. Wobei, nee, das ist ein Baumwollsatteln. Entschuldigung. Das kennt ihr schon vom Outdoor-Stoff. Und zwar dieses Geometric-Muster in dem Mint mit dem ganz leichten Rosa und dem Gold. Das ist also Baumwolle-Satteln. Also es fasst sich ganz weich an. Wer das noch nicht kennt, gibt es auch immer Bettwäsche draus, die ist so richtig schön kuschelig. Also da könnt ihr wirklich alles draus nähen, da könnt ihr auch Begleitung draus nähen, da könnt ihr Taschen draus nähen, da könnt ihr Kissen, Bettwäsche, ja, also wirklich alles Mögliche draus machen. Dann haben wir auch nochmal so ein Geometrix-Muster, ein bisschen mehr rosa angehaucht. Auch mit dem Gold und dem Mintton. Und dann haben wir nochmal, um bei der Farbe zu bleiben, Mintweiß-Gold, diese Kreise. Das ist auch Baumwolle Satin. Also, das waren die Stoffe. Es kommen die Woche noch ein paar Uni-Canvas-Stoffe. Neue Farben, die habe ich noch nicht drin. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft. Also da müsst ihr euch wahrscheinlich noch bis nächste Woche gedulden. Ich habe hier auch noch, ich zeige sie euch noch kurz, die sind auch noch nicht drin. Neue Paneele noch, die noch nicht drin sind in allen Größen, weil
Wir werden nämlich auch eine neue Größe bei den Paneelen einführen. Und zwar ist es so ein, ja, Eisblau, sag ich mal, so ein Eisblau-Mint mit Rosen und dem Anker, also ein bisschen maritim. Das ist 45,45. Dann haben wir eine neue Größe, 35,35. Da werde ich euch die anderen Paneele nach und nach auf die Größe auch einstellen, weil immer mal wieder Zwischengrößen gewünscht worden sind. Also jetzt haben wir sie ja dann fast in 10er Schritten. Dann haben wir es in 25 mal 25, 19 mal 19 und 14 mal 14. Also das sind dann praktisch diese fünf Größen. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal so. Seht ihr mal die Unterschiede? Also die Motive sind ja eh immer nicht so groß wie die Paneele. Von den großen sind sie meistens so 25 bis 30 cm groß, die Motive. Von den 35ern, ich glaube dann so 22 bis 25. Es kommt natürlich auch immer aufs Motiv drauf an. Bei den 25ern sind es so 18 bis 20 cm. 19, 19, da sind sie meistens so 15 bis 17. Und bei den 14, 14 sind sie immer so 10 bis 12 cm. Also nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Wie gesagt, die gehen dann nächste Woche mit online. Ich zeige euch auch noch mal schnell ein paar kleine. Das waren nur Muster. Die kommen aber jetzt auch. Wie gesagt, ihr werdet sie auch bald vernäht sehen von meinen lieben Design-E-Mails. Apropos Design-E-Mails, es läuft im Moment noch ein Aufruf. Ich habe einen Platz im Team frei. Ihr könnt euch auf Facebook und Insta noch bewerben bis zum 21.05. Also wer das machen möchte, bewirbt euch. Hier habe ich einmal diesen, ja, glaube Kolibri, würde ich mal sagen. Also das ist auch ein bisschen so Steampunk angehaucht. Wie gesagt, die sind jetzt nur 14, 14. Dann haben wir hier noch einen Rottweiler. Gut, da bin ich ein bisschen voreingenommen. Habe ja drei Stück von der Sorte. Dann haben wir hier noch mal einen Wolf. Dann haben wir hier noch mal ein Femal. Und einen Heißluftballon. Wie gesagt, die gibt es dann auch in allen anderen Größen. Ich habe hier auch noch mal den Wolf mit der Rose in klein, also für den Lilabeck. Die stelle ich euch jetzt wirklich alle dann im Laufe der Woche für nächste Woche dann online. Könnt ihr dann nächste Woche bestellen. Ja, und last but not least, ihr habt es vorhin schon gesehen, das Panel, habe ich einen Shopper genäht. Der nennt sich Shopper ohne Namen. Mir ist einfach nichts eingefallen, also Shopper ohne Namen. Mit dem 40-40er Panel. Hinten einfach weiß. Das ist das passende Kunstleder zu dem, wie die Paneele gedruckt sind. Habt es jetzt innen drin mit einem Patchwork-Stoff, unserem lilanen, ausgestattet. Also ich habe den jetzt recht einfach gehalten. Man kann da auch noch ein Innenfach reinnähen und kann den auch noch mit einem Magnetknopf schließen. Habe ich nicht gemacht. Er hat zwei Träger, die habe ich aus ganz normalem PP-Gurtband genäht. Und er hat natürlich einen Schultergurt. Habe ich jetzt aus dem Dotz Schwarz mit schwarz lackierten Karabinern. Ich habe jetzt hier nur für die, die schon bestellt haben, es gibt es seit Sneezet, nämlich schon im Shop. So wie dazu. Ich habe hier bei meinem Musterbeispiel diese großen D-Ringe, Gurtaufhängungen genommen. Gurtaufhängungen, ja. Die sind aber zu groß, die sind so schwer. Im Nähset sind ganz normale D-Ringe schwarz lackiert. Wartet mal schnell. Also, das sind die ganz normalen schwarz lackierten D-Ringe, 38 mm drin. Es sind diese Karabiner dabei, wie ihr sie schon kennt. Es ist dieser Gurtversteller dabei in schwarz lackiert. Schauen wir mal den von hinten. Das sieht man jetzt nicht so. Wollte es euch nochmal zeigen. Also, das ist mit einem festen Steg innen drin. Also nicht diese, die sich so bewegen.
Also gibt es als Näset mit allen Materialien und der Nähanleitung dazu. Die Nähanleitung gibt es jetzt also beim Näset dazu. Die liegt dann dabei. Und ich werde euch die dann auch noch online stellen. Geduldet euch aber, wie gesagt, auch da noch 2 bis 3 Tage. Wir müssen die noch ein bisschen fertig machen, auch für die Sets. Also wie gesagt, die ist in Bearbeitung, braucht noch ein bisschen, weil der Shopper ist wirklich, ich sag mal, 30 Minuten genäht. Und da passen alle unsere 40-40 Paneele. Ihr könnt natürlich auch einen 45-45 nehmen, dann wird er halt ein bisschen größer. Der hat jetzt so die Endmaße von, ihr hört schon das Klackern, das sind diese schweren Gurtaufhängungen. Also der hat die Endmaße von 38 von der Breite mal, wenn ich jetzt wirklich von oben nach unten gehe, 34 von der Höhe. Also 38 mal 34. Der ist wirklich von der Größe her, finde ich ihn richtig, richtig cool. Die Gürtel, wie gesagt, die könnt ihr euch natürlich der Länge nach machen. Also ist eigentlich optimal von der Länge her. Und ihr könnt es natürlich auch dann mit dem Gurt Crossover tragen. Ich habe es jetzt ein bisschen lang, weil ich es gerade noch mal verstellt habe. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Machen wir es halt ein bisschen kürzer. Also wie gesagt, dann habt ihr einen super Shopper. Von der Größe her. Wie gesagt, das ist jetzt ein 40x40er Paneel. Ihr könnt es natürlich auch mit einem kleineren Paneel nähen. Oder halt aus einem entsprechenden Kunstleder einer anderen Größe. Ich mache euch die Anleitung fertig. Wie gesagt, ist in 30 Minuten genäht, ist kein Hexenwerk. Können auch Anfänger nähen. Das ist mir ja immer besonders wichtig, dass die, die vielleicht noch keine Taschen genäht haben oder noch nicht so lange dabei sind, die wirklich auch nähen können, unsere Taschen, sei es der Shopper Heidi oder die Laila Beck. Also, wie gesagt, das als Nähset. Vielleicht stellen wir demnächst auch noch ein paar andere Paneele als Nähset ein. Muss ich mal gucken, wie meine Mädels jetzt zum Nähen kommen. Und vielleicht euch da schon ein paar Exemplare dann vorstellen können. Ach ja, noch ein kurzes Wort zu den Taschengürteln, zu den fertigen. Das sind jetzt, ich sag mal, zugekaufte. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, es wird demnächst auch diese Nähsets, habt ihr vielleicht auch schon auf Insta in der Story gesehen, als DIY-Nähset geben. Das heißt, ihr bekommt die Karabiner, den Gurtversteller. Wieder den mit dem festen Stick. Ich finde die einfach ein bisschen stabiler. Und 1,5 Meter Gurtband als Nähset sozusagen. Also als komplettes Set. Ihr müsst dann wirklich nur noch den Gurt nähen. Und das geht ja wirklich ratzefatze. Also mittlerweile nähe ich meine Gürtel wirklich nur noch zweimal längs rüber, wenn sie umgeschlagen sind. Und das ist ein paar Minuten basiert. Wir werden die euch dann auch mit der verschiedenen Hardware zur Verfügung stellen. Also sowohl silberfarben, Gunmetal, schwarz lackiert, Altmessing und eventuell auch Gold. Das muss ich mal schauen. Gold ist ja jetzt nicht so der Renner. Aber die anderen 4 Farben kriegt er auf jeden Fall. Und wie bei unseren anderen DIY-Nähsets für die Taschengürtel, könnt ihr das dann einfach im Shop auswählen, welche Hardware ihr dann zu dem Gurtband haben möchtet. Ja, so viel dazu. Jetzt ist es doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, falls ihr das Video heute noch guckt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich am Montag wieder. Bis dann, tschüss!